Paula und Heiko Gerke feiern mit Freunden ihren 10. Hochzeitstag im eigenen Schrebergarten. Polizist Heiko hat auch seine engsten Kollegen und seinen Chef eingeladen. Auf den 2-jährigen Sohn Linus passt die Babysitterin Vicky Lammers auf. Doch die ist seit 20 Minuten verschwunden. Genauso wie Heiko. Der Kleine schläft. Na endlich. Na echt. Sag mal, hast du Heiko gesehen? Ich habe immer das Gefühl, er ist nie da, wenn ich ihn brauche. Ist es bei Männern nicht generell so? Das hast du jetzt gesagt. Vicky, was ist denn los? Hast du einen Unfall gehabt? Was ist los? Ja, was? Heiko ist über mich hergefallen. Du hättest mich vergewaltigt. Aber Vicky, du musst dich irren. Das kann nicht Heiko gewesen sein. Das war jetzt. Heiko, was? Paula ist schockiert. Doch sie glaubt nicht, dass es Heiko war. Das kann ich nicht glauben, das stimmt nicht. Er ist doch auf Toilette gegangen. Wegen Toilette. Dieses Mistschwein. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal wieder. Frau Fischer, bringen Sie bitte die junge Frau ins Krankenhaus zur Untersuchung und nehmen Sie ihre Anzeige auf. Und wir, Kai, wir machen uns auf der Suche nach Heiko. Aber soll ich nicht lieber mitkommen? Heiko ist mein Kollege. Nein, begleiten Sie liebe Frau Lammers. Wir kümmern uns schon um Ihre Kollegen. Aber Armin, was hat das alles zu bedeuten? Was mache ich denn jetzt? Rufen Sie bitte Ihr Anwalt an. Okay. Ich glaube das alles nicht. Ich kann das nicht glauben. Mein Heiko würde sowas nie machen. Er würde nie eine Frau belästigen. Also, ich kenne noch meinen Mann. Das würde er nie tun. Das muss alles ein Riesenmissverständnis sein. Ich rufe jetzt Anwalt an, unsere Anwältin. Sicher ist sicher. Paula informiert sofort ihre Anwältin Alisa Valjulova und bittet sie um Hilfe. Heikos Chef Armin Wegner und Kollege Kai Kolpe suchen indessen fieberhaft nach dem 35-Jährigen. Sie wollen ihn zur Rede stellen, doch Heiko ist kaum ansprechbar. Ah, ja, beweg dich. Ja, was ist los hier? Ja, was ist los mit dir? Du hast ganz schön Probleme hier, anstatt dich hier auf eine Bank zu legen, zum Pennen. Was jetzt Heiko. Ey, Paula dreht durch, wenn ich hier dann gepennt habe. Ja, Heiko. Paula dreht durch. Du hast ganz andere Probleme. Was hast du mit der Babysitterin angestellt? Genau. Deine Babysitterin will dich anzeigen wegen versuchter Vergewaltigung. Verstehst du mich? Nee, ich verstehe gar nichts. Ich verstehe kein Wort. Heiko, komm hoch. Ich hab Vicky nie. Wir müssen uns unterhalten. Wir gehen aufs Revier. Nach dem Anruf von Paula Gerke, Heikos Ehefrau, eilt Alisa Valjulova sofort in die Schrebergartenkolonie, um den Polizisten zu vertreten. Herr Gerke, bitte sagen Sie jetzt nichts, ja? Wir müssen uns erstmal zu Schatz, Schatz, ich habe Heiko. Vicky nie angerührt, ich habe ihr nichts getan. Herr Gerke? Ja, wir fahren ins Büro. Wir nehmen den mit. Gut, ich muss aber mit ihm unter 4 Augen sprechen. Das können Sie, aber das brauchen Sie nicht hier zu machen. Das können Sie auch im Büro machen. Gut, dann machen wir das dort, dann beeilen wir uns jetzt. We'll never know, we'll never know what stands behind the door. Heiko Gerke kann sich einfach an nichts erinnern und Alisa Valjulova deshalb auch nicht erklären, warum er plötzlich eingeschlafen ist. Die Anwältin glaubt ihrem Mandanten, doch sie muss seine Unschuld beweisen. Auf dem Präsidium muss Heiko seine Kleidung abgeben, damit sie auf DNA-Spuren untersucht werden kann. Anschließend folgt die Vernehmung durch seinen Chef. Ich habe hier schon die Aussage von Frau Victoria Lammers vorliegen. Und sie sagt aus, dass er sie bis auf die Toilette verfolgt hat und dort über sie hergefallen ist. Das kann dir deinen Job kosten als Polizist. Na, Moment mal ganz kurz. Also bevor hier irgendeine Aussage als richtig gilt, ja, hat hier niemand irgendwelche Befürchtungen zu haben, seinen Job zu verlieren? Ich kann das mir alles nicht erklären. Ich weiß nicht, warum Vicky das behauptet. Aber du musst dich doch an irgendetwas erinnern können. Ja, na klar. Ich weiß, ich wollte auf Toilette gehen, die Gemeinschaftstoiletten am Ende der Schrebergartenkolonie. Plötzlich ging es mir irgendwie nicht gut. Mein Kopf tat weh, mein Kreislauf. Ich muss auf dieser Parkbank, ich weiß nicht, eingepennt sein. Ich konnte irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, was los war mit mir. Also ich würde jetzt auch auf jeden Fall anregen, dass wir einen Alkoholtest machen bei meinem Mandanten, weil für den Fall der Fälle, dass er tatsächlich angeklagt wird, da würde ich gegebenenfalls, bitte machen Sie sich keine Sorgen, gegebenenfalls auf verminderte Schuldfähigkeit auch plädieren. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich weiß, aber ich muss wirklich alles, was in Betracht kommt, auch beachten. Ja, und ich möchte von allen Seiten darauf vorbereitet sein. Aber ich meine, so viel hast du ja nicht getrunken, oder? Nein, das waren 2, 3 Bier waren es vielleicht. Und ich glaube, dass mein Mandant, ich meine, schauen Sie sich den Mann an. Das ist, der ist topfit, das ist groß, ein gesunder Mann. Ich meine, wie soll er denn bitte von 2, 3 Bier auf einmal umfallen? Ich möchte bitte, dass sein Blut auch auf andere Substanzen untersucht wird. Weil ich glaube, dass mein Mandant eventuell auch betäubt wurde. Das ist gar keine schlechte Idee, daran habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Vielleicht hat mir wirklich irgendjemand was in
in mein Getränke gemischt. Ich weiß, ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Eben habe ich noch meinen Hochzeitstag gefeiert und jetzt plötzlich diese ganzen Anschuldigungen. Ich meine, ich möchte ja auch gerne in seinen Unschuld glauben. Aber ich habe ja auch gesehen, dass er sich sehr lange mit Frau Lammers unterhalten hat. Und dazu gibt es noch eine Aussage von einem Zeuge, die gesehen haben will, dass er hinter ihr hergegangen ist. Ich bin ihr nicht hinterhergelaufen. Das muss alles rein zufällig passiert sein. Und dieser komische Zeuge, was ist das jetzt? Wer ist das? Also die Zeuge möchte natürlich anonym bleiben. Anonym bleiben? Ja, aber das bitte das nur so lange, bis ich die Akteneinsicht bekommen habe. Dann werden wir ja sehen, wer dieser Zeuge ist. Und außerdem ist diese Aussage völlig irrelevant, solange dieser Zeuge nicht gesehen hat, wie mein Mandant tatsächlich über Frau Lammers hergefallen ist. Richtig? Das schon, aber ich meine... Dann sind wir uns in dem Punkt einig. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Deshalb hat er auch noch überhaupt keine Befürchtung zu haben, seinen Job zu verlieren oder irgendetwas. Ich glaube, ich muss wirklich zu Vicky gehen und ich muss fragen, was los ist, warum sie lügt. Ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Nee. Heiko, das wirst du mal schön bleiben lassen. Du wirst mir doch nicht sagen, dass du Frau Lammers näherten willst. Also das kannst du vergessen. Und solange diese Anschuldigung im Raum steht, schickst du Innendienst. Okay, Chef. Gut, also dann sind wir uns ja erstmal soweit einig. Wir sind hier fertig. Ich würde sagen, Sie fahren nach Hause. Ich werde morgen nochmal hier anrufen. Ja. Bitte lassen Sie mich über die Ergebnisse von diesem Blutuntersuchungen wissen, sobald die da sind, ja? Sicher. Und den Rest, die erkennungsdienstlichen Behandlungen sind ja soweit abgeschlossen, ne? Dann können wir gehen. Absolut. Ich bin mir sicher, dass die Blutuntersuchung ergeben wird, dass meine Mandanten Substanzen verabreicht wurden, um ihn müde zu machen und damit er sich an nichts mehr erinnert. Ich werde morgen früh erstmal zu Frau Lammers fahren, denn ich möchte herausfinden, warum sie ihm diese versuchte Vergewaltigung unterstellen möchte. Auf Anweisung von Alisa Valjulova wurde Heiko Blut abgenommen. Da keine Anzeichen eines Kampfes an ihm zu finden waren, hat die Anwältin durchgesetzt, dass er wieder gehen darf. Heiko ist ein verantwortungsvoller Polizist und sollte sogar befördert werden. All das ist nun in Gefahr. Heiko, sag mir, hast du dir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Nein, Schatz, wirklich habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es auf so eine Anschuldigung kommt. Ich habe mir auch schon den ganzen Tag den Kopf zerbrochen. Warum, wieso sie sowas behauptet? Sie zerstört alles, diese Anschuldigung. Selbst wenn bewiesen wird, dass ich nichts gemacht habe. Es bleibt immer an mir haften. Das wird schon wieder. Mach dir keine Gedanken, dass das die Leute sagen. Gehaltserhöhung, die Beförderung, alles ist hinüber. Mann, ich weiß nicht mehr, Schatz. Heiko, ich glaube dir, okay? Und deine Kollegen, da bin ich mir ganz sicher, und auch Frau Valjulova, die werden deine Unschuld beweisen. Ganz sicher. Okay, danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jenny, was ist? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Hast du Vicky befragt? Was hat sie gesagt? Mann, was hast du dem Mädchen nur angetan? Ich habe ihr nichts angetan. Sie muss sich das alles nur ausdenken. Das tut sie eben nicht. Mann, bevor du es von deiner Anwältin erfährst oder aus den Akten. Das Mädchen hat Verletzungen. Verletzungen wie von einem Kampf. Und die Spurensicherung hat Speichel gefunden. DNA. Mein Heiko, wenn das deine ist, dann war's das. Das kann nicht sein. Der Heiko war es nicht. Jenny, ihr seid seit 5 Jahren Partner. Mensch, du weißt doch, dass der Heiko dazu nie imstande wäre. Ich glaube das ja auch nicht. Ich könnte mir auch nie vorstellen, dass Heiko einem Mädchen was antun würde. Aber die Aussage von Vicky, die war echt so glaubhaft. Ich hoffe echt, dass sich das aufklärt. Ansonsten wäre ich so mega enttäuscht von dir. Ich muss jetzt ins Präsidium. Ich muss die Anzeige abgeben. My face above the water. Alisa Valjulova sucht Vicky Lammers im Krankenhaus auf, um sich einen Eindruck von der 19-Jährigen zu machen. Denn um Heikos Unschuld zu beweisen, muss sie Vicky der Lüge überführen. Guten Morgen, mein Name ist Valjulova, ich bin Rechtsanwältin und ich vertrete Herrn Heiko Gerke. Gerke? Sie haben ja Nerven, hierher zu kommen. Ja, ich wollte auch nicht lange stören. Frau Lammers, wie geht's Ihnen denn? Schon etwas besser. Was wollen Sie? Ja, und zwar geht es darum, dass ich mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten würde, was gestern genau passiert ist, weil, naja, mein Mandant erinnert sich an nichts mehr. Vicky, mein Schatz, du brauchst gar nichts mehr erzählen. Ich weiß, Mama, schon okay. Ich weiß noch jedes Detail ganz genau. Ich wollte zur Toilette gehen und plötzlich stand Heiko hinter mir. Das heißt, er muss mich verfolgt haben. Dann hat er mir noch gesagt, wie sexy ich doch bin und wie scharf er mich doch findet und all so eine Sachen. Das heißt also, er hat mit Ihnen geflirtet? Es war so eklig. Er ist so schlimm gewesen zu mir. Ich bin gerannt und er wurde auf einmal immer gröber. Und
Am Ende war er so grob, dass er mir das T-Shirt zerrissen hat. Ich stand am Ende einfach nur noch mit T-Shirt, zerrissenem T-Shirt da und BH. Dann habe ich versucht, mich zu wehren, habe es dann auch irgendwie geschafft und am Ende bin ich da einfach nur noch gerannt. Hm. Gut, also Frau Lammers, ich möchte wirklich nicht pietätlos erscheinen, aber hatten Sie denn vor dem Tattag irgendein Problem mit dem Herrn Gerke? Was soll das denn jetzt? Wollen Sie etwa behaupten, meine Tochter lügt? Nein, aber ich muss schon sagen, dass es für mich jetzt merkwürdig erscheint, dass wenn Ihre Tochter sich doch so vehement gewehrt hat, warum an meinem Mandanten keinerlei Kampfspuren zu sehen waren. Und außerdem behauptet mein Mandant, dass er Ihre Tochter nicht angerührt hat. Mir ist scheißegal, was diese miese Ratte behauptet. Ganz ehrlich, der Mann soll in der Hölle schmoren, okay? Was soll das denn jetzt bitte? Es reicht. Sie sehen, Sie regen meine Tochter mit Ihren Fragen auf. Gehen Sie jetzt. Ich wollte Sie auch nicht aufwühlen, aber hier ist meine Karte und wenn Ihrer Tochter noch was einfällt, dann melden Sie sich bitte, ja? Ja, so mitgenommen, wie Frau Lammers am Anfang gewirkt hat, wirkte sie jetzt am Ende wirklich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie es faustdick hinter den Ohren hat. Und ich hoffe sehr, dass die Blut- und DNA-Analyse dies auch beweisen wird, dass sie meinem Mandanten diese Tat zu Unrecht anlastet. Ich werde meinem Mandanten auf jeden Fall empfehlen, eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung zu erstatten. Und ich hoffe sehr, dass sich die Vorwürfe dann auch von selbst erledigen werden. Heiko hat auf Anraten seiner Anwältin Vicky wegen falscher Verdächtigung angezeigt. Alisa Valjulova beantragt daraufhin die Strafakte der 19-Jährigen, um Einblick in ihr Vorstrafenregister zu bekommen. Heute besucht die Anwältin ihren Mandanten, denn sie hat Neuigkeiten zum Bluttest und der DNA-Analyse. Also ich habe jetzt nicht die besten Nachrichten. Bei der Frau Lammers wurden tatsächlich DNA-Spuren von Ihnen unter Ihren Fingernägeln gefunden. Wie, meine DNA? Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, also man muss auch sagen, in Ihren Blutergebnissen wurde auch eine höhere Konzentration von Schlafmitteln gefunden. Schlafmittel? Ja. Also ich nehme zwar ab und zu mal Schlaftabletten, aber an dem Tag, wir haben unseren Hochzeitstag gefeiert. Also ja, aber du hast schon Schlafstörungen. Also du nimmst schon des Öfteren mal Schlaftabletten. Ja, wegen dem Vorfall damals kann ich manchmal nicht durchschlafen, da brauche ich welche. Aber an dem Tag, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir wollten doch feiern, dann nehme ich doch keine Schlaftabletten. Hm. Ja, ich habe auch eher den Eindruck, dass sie Ihnen in Absicht verabreicht wurden. Haben Sie denn Schlaftabletten bei Ihnen im Schrebergarten irgendwo rumliegen? Doch, wir haben welche in der Küchenschublade liegen, welche. Aber an dem Tag, da war doch viel los und jeder ist rein, raus. Und es hätte jeder an die Schublade gehen können. Wissen Sie, dann würde ich eigentlich bei der Staatsanwaltschaft gerne anregen, dass man Ihre Hütte mal auf den Kopf stellt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Aber ich möchte sicher gehen, dass wir alle Spuren finden, die uns eventuell zu dem tatsächlichen Täter führen, wer Ihnen diese Schlafmittel verabreicht hat. Vor allem werden wir auch die Schlaftabletten auf Fingerabdrücke untersuchen lassen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Ihnen Ihre Babysitterin irgendwas anhängen möchte. Ich meine, können Sie sich das irgendwie erklären? Wie sind Sie überhaupt auf Sie gekommen? Naja, das war vor ungefähr 3 Monaten. Ich war mit dem Kleinen auf dem Spielplatz und da hat sie mich angesprochen und gesagt, dass der Kleine so süß sei. Und dann kam sie ins Gespräch und dann meinte sie, sie sucht nach einem Job als Babysitterin und ob wir eine bräuchten. Und da konnte ich gar nicht Nein sagen, weil sie hat einen guten Preis gemacht. Und ich fand sie sehr nett. Ja, das scheint mir aber schon relativ merkwürdig. Ich meine, das heißt, es scheint für mich so, als ob sie sich die Familie also für mich ausgesucht hat, wo sie arbeiten möchte. Also ich wüsste überhaupt nicht, warum sie uns als Familie hätte auswählen können sollen. Weil wir haben nicht besonders viel Geld, wir sind eine ganz normale Familie. Also ich verstehe den Zusammenhang nicht. Okay, dann werde ich mich einfach darum kümmern, dass wir die Ermittlungsakte so schnell wie möglich kommen. Dann weiß ich auch, wer diese ominöse Zeuge ist, ja. Weil ich glaube irgendwie, dass ihre Babysitterin da schon Hilfe bekommt bei den ganzen Anschuldigungen. Und ich möchte gerne wissen, was da genau vor sich geht. Von daher mache ich ein bisschen Druck bei der Staatsanwaltschaft. Und dann würde ich mich einfach nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald ich etwas Neues habe. Ja, oh machen Sie Gott. Das. Wenn irgendwas mit Ihrem Vorgesetzten sein sollte, sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ja. Okay. Stay with me. Während Alisa Valjulova am nächsten Morgen die Ermittlungsakten durchgeht, tritt Heiko seinen Innendienst an. Er hofft auf das Verständnis und die Unterstützung seines Chefs und seiner Kollegin Jenny Fischer. Immerhin arbeitet der Polizist seit 5 Jahren an der Seite der 29-Jährigen. Hey Heiko, lass mich in Ruhe. Ich hab dir wirklich geglaubt und jetzt sowas. Ich weiß, dass die ganze Analyse alles gegen mich spricht, aber ich habe sie nicht angerührt. Du musst mir wirklich glauben, du bist meine Partnerin. Ich weiß so langsam gar nicht mehr, was ich überhaupt noch glauben soll. Wirklich, Heiko, ich konnte...
Heiko, komm bitte sofort in mein Büro. Okay. Jenny, du musst mir bitte glauben, bitte. Ich würde den Chef besser nicht warten lassen. Schließ bitte die Tür. Und setz dich. Chef, wenn es um die DNA-Analyse geht, ich habe Vicky nicht angerührt. Ich kann mir auch nicht erklären, wie die DNA-Spuren an ihren Körper gekommen sind. Die DNA lügt aber nicht, Heiko. Weißt du, ich dachte immer, du bist ein anständiger Kerl. Aber du hast mich sowas von enttäuscht. Ich weiß auch nicht, ich kann mir das nicht erklären. Bitte, bitte, keine Ausreden mehr. Ich habe an deine Unschuld geglaubt. Aber jetzt, Herr Gerke, muss ich Sie vom Dienst suspendieren, solange die Ermittlungen gegen Sie laufen. Geben Sie mir bitte Ihre Waffe und Ihr Dienstausweis. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig und... Also, das würde mich freuen, wenn Sie das beweisen können. Aber solange Sie vom Dienst suspendiert sind, ist natürlich die anstehende Beförderung kein Thema mehr. Und es tut mir leid, Sie werden heute Nacht hier in U-Haft bleiben. Denn ich werde Sie morgen früh direkt den Haftrichter vorführen. Darf ich bitte wenigstens meine Frau und meine Anwältin noch anrufen? Draußen. Kein Problem. Hey, Schatz. Schlechte Nachrichten. Der Chef, der hat mich gerade suspendiert. Verdammt, Paula hat das überhaupt nicht gut aufgenommen. Sie ist auf 180. Ich kann meinem Chef ja wirklich keinen Vorwurf machen, wegen der ganzen Beweislage. Er musste so handeln. Ich weiß gar nicht, in was für eine Scheiße mich Vicky da reingeritten hat. Anwältin Alisa Valjulova ist es am nächsten Morgen gelungen, Heiko gegen Meldeauflagen wieder aus der U-Haft zu holen. Schließlich steht Aussage gegen Aussage. Doch schon wenig später bekommt die Juristin einen Anruf von Vickys Mutter Julia Lammers. Die fühlt sich von Heikos Ehefrau Paula belästigt. Endlich sind Sie da, noch 5 Minuten und ich hätte die Polizei gerufen. Ach so, na, machen Sie doch, machen Sie doch. Was ist hier überhaupt los? Mein Mann wurde suspendiert und er saß bis eben noch in U-Haft. Ich meine, alle Welt denkt jetzt, er ist ein Vergewaltiger, verstehen Sie? Und alles nur, weil dieses Mädchen irgendwelche falschen Beschuldigungen loslässt. Und ich will wissen, warum sie das tut. Ja, also bei aller Liebe, ich kann zwar nicht gutheißen, dass Sie hergekommen sind, aber die Frage von Frau Gerke ist völlig berechtigt. Ja. Was willst du denn hier? Vicky, geh wieder ins Haus, ich kläre das hier schon. Frau Lammers, schön, dass ich Sie hier antreffe. Ich hoffe, dass es Ihnen wirklich mittlerweile besser geht. Aber ich muss mich mal mit Ihnen unterhalten. Schauen Sie, mein Mandant, der saß jetzt in U-Haft. Und wenn er da unschuldig drin saß, dann ist das alles alleine Ihre Schuld. Ja? Haben Sie irgendwas gegen Heiko Gerke? Nichts, außer dass er mich vergewaltigen wollte. Und sagen Sie mal, geht's noch? Der sitzt genau da, wo er hingehört? Frau Lammers, also ob er da jetzt hingehört oder nicht, diese Beurteilung, das überlassen Sie bitte der Staatsanwaltschaft. Ja? Was mich aber mehr interessiert, ist Folgendes. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie auf die Familie zugegangen sind und sich förmlich aufgedrängt haben, diesen Babysitterjob zu machen? Funktioniert das nicht normalerweise umgekehrt, dass der Babysitter angesprochen wird? Ich meine, haben Sie irgendein Problem mit Herrn Gerke oder zwingt Sie vielleicht jemand, ihn zu belasten? Keiner zwingt mich, ich habe mir auch niemanden ausgesucht. Das war rein Zufall, dass ich bei Frau Gerke nach einem Job gefragt habe. Also von Zufall glaube ich nicht und genauso glaube ich auch nicht daran, dass zufälligerweise nur unter den Fingernägeln von Herrn Gerke Ihre DNA-Spuren zu finden waren und sonst nirgends auch. Pass auf, ihr wollt es nicht anders. Ich wollte dir eigentlich nichts zeigen, weil ich dich gemocht habe. Viel Spaß beim Lesen. Hey, du sexy Biest, du ignorierst mich zwar, aber wir wissen doch beide, dass du es auch willst. Beim nächsten Mal nehme ich dich einfach und dir wird's gefallen. Das kann doch nicht sein, das ist ja Heikos Handynummer. Ach, denkst du, ich verarsche euch alle irgendwie? So, das reicht jetzt. Sie haben meine Tochter schon genug aufgeregt. Komm, Vicky. Komm. Ich glaub's nicht. Habe ich mich in Heiko so getäuscht? Frau Gerke. Habe ich mich so getäuscht? Frau Gerke, hören Sie mir bitte zu. Eine SMS kann man so leicht fälschen. Ich glaube nicht daran, dass die SMS von Heikos Handy verschickt wurde. Und selbst wenn, ich glaube nicht daran, dass er das war. Wir werden auch herausfinden, warum diese Vicky das alles inszeniert hat. Ich bin mir sicher, dass sie lügt. Und ich habe von Anfang an von den Ermittlungen zu dem Staatsanwalt gesagt, ich habe beantragt, dass es ein Glaubwürdigkeitsgutachten gibt. Das heißt, ein Psychologe wird sie untersuchen und beurteilen, ob man ihr glauben kann oder nicht. Weil ich habe den Eindruck, dass sie alles inszeniert hat und dass es alles gestellt ist und sie lügt. Ich weiß nicht, ich würde auch so gern glauben, dass diese SMS eine Lüge ist, aber ich, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss mit Heiko reden, sofort. Er ist auf dem Spielplatz mit Linus. Dann fahren wir dahin. Okay. Trotz der eindeutigen Textnachricht zweifelt Alisa Valjulova nicht an Heikos Unschuld. Sie glaubt an eine perfide Intrige von Vicky, will ihren Mandanten aber trotzdem zur Rede stellen. Doch für Paula bringt die SMS das Fass zum Überlaufen.
Hey, was macht ihr denn beide hier? Ach, Schatz, was soll das jetzt? Heiko, lüg mich jetzt bloß nicht an. Hast du Vicky die SMS geschickt? Was denn für eine SMS? Ich weiß gar nicht, was du willst. Also, Herr Gerke, schauen Sie, wir kommen gerade von der Vicky Lammers und die hat behauptet, dass sie sie schon des Öfteren in der Vergangenheit belästigt haben. Und dann hat sie uns eine relativ eindeutige SMS gezeigt. Von deiner Handynummer? Von deiner Nummer? Wie, von meiner Nummer? Ja, Paula, schau, ich hab Ihnen eine Nachricht geschrieben. Schatz, Schatz. Lass mich hier an. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht. Ich habe ihr nie eine Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht, was du noch glauben soll. Ich nehme jetzt die Kleinen und geh. Scheiße. Schatz. Scheiße. Ich weiß nicht. Schatz. Lass mich in Ruhe. Mann, ich weiß überhaupt nicht, wie ich aus dieser Nummer jetzt noch rauskommen soll. Wenn es so weitergeht, dann verliere ich auch noch meine Frau. Nein, nein, nein. Ihre Frau, die liebt sie. Ja? Aber wir müssen jetzt überlegen, wie diese SMS von ihrem Handy verschickt wurde. Ich meine, 5. August. Was haben Sie denn da gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Paula hat da ein Seminar gehabt. Ich wollte mit Kai was trinken gehen. Und Vicky sollte auf unseren Kleinen aufpassen. Aber trotzdem kann ich mir das nicht mit meinem Handy erklären. Also lag das Handy da irgendwo offen rum, oder nicht? Ja, es liegt meistens auf dem Küchentisch. Na, da hätte sie rangehen können. Ja, na klar. Okay, und was ist mit Kai? Kai, was hat Kai jetzt damit zu tun? Naja, ich habe Ihnen das bis jetzt noch nicht gesagt, aber ich habe ja jetzt die Ermittlungsakten gesehen und der unbekannte anonyme Zeuge ist Kai Kolpe. Kai, mein Kollege Kai, der will mich in die Scheiße reiten? Das weiß ich nicht, was es damit auf sich hat, aber hätten denn sowohl Kai Kolpe als auch Vicky Lammers Zugang zu dem Handy gehabt? Ja, sie hätten beide rangehen können an mein Telefon. Ja, doch, ich denke schon. Ich glaube, heute ist Donnerstag, Kai ist auf dem Schießstand. Ich muss ihn zur Rede stellen. Dann komme ich doch mit, dann stellen wir dir nochmal zur Rede, ja. Das kann alles nur ein Fehler sein, Missverständnis. Das geht nicht anders. Kai, dieser Penner, er tut einen auf besten Kumpel, bester Freund, Kollege. Und wenn ich rauskriege, dass er damit irgendwas zu tun hat, dann mache ich ihn fertig.